Okay, hier ist unsere neue TS vom LF20 Cut-Schutz. Von der Funktion her gibt es halt so einige Sachen zu beachten. Da wollte ich euch mal eben erklären. Und zwar Eingangs-Ausgangsdruckmanometer, das bleibt ja gleich. Dann habe ich hier einmal die Stopptaste. Dann habe ich hier einmal den Eintaster. Da gehe ich hin und schalte quasi die Zündung ein. Über diesen Knopf starte ich quasi die Pumpe. Dann habe ich hier eine Motorkontrollleuchte, ganz normal wie bei jedem Auto auch. Hier ist ein VW-Motor drin. Hier haben wir einmal eine Kraftstoffanzeige, wenn der Kraftstoffinhalt unter 25% gefallen ist. Dann geht die an. Hier nochmal dasselbe bei 15%. Dann habe ich hier einmal eine Batteriewarneinrichtung, also sprich jetzt, wenn der Kaltriemen abgeht oder so, wie ganz normal beim Auto auch. Dann einmal Kühlwasser für den Motor und einmal Öldruck für den Motor. Und dann habe ich hier quasi noch einmal ein Rädchen, um den Pumpendruck zu erhöhen. Hiermit gebe ich dann Gas. So, Besonderheit bei der Pumpe. Hier vorne kennen wir immer noch mal den Hebel, um normal die Pumpe einzukuppeln. Das hat die Pumpe jetzt nicht. Und zwar hat die Pumpe eine Fliehkraftkupplung. Sprich, wenn ich jetzt hingehe, ich starte jetzt mal die Pumpe. Und so passiert noch nichts, so ist die Pumpe aus und man sieht hier unten, der Trochomat arbeitet nicht. Also quasi in dem Modus ist die Pumpe ausgekuppelt. Wenn ich jetzt ein wenig Gas gebe, kommt die automatisch und der Trochomat kommt. Das ist quasi der Unterschied. Das ist eigentlich quasi der einzige Unterschied oder der größte Unterschied bei der neuen Pumpengeneration. Wenn ich jetzt den Motor anmache, schaltet hier oder leuchtet hier dieses S. Und dieses S ist dafür da, für in Anführungsstrichen den Saugbetrieb. Und solange diese Lampe leuchtet, solange die Lampe leuchtet, sieht es halt so aus, dass die Drehzahl begrenzt ist. Also irgendwann gebe ich mehr Gas, aber es geht nicht. Erst wenn ich einen Pumpendruck habe von 1 Bar, geht die Lampe aus und dann kann ich ganz normal Gas geben, wie bei den alten Tragkraftspritzen auch, die wir kennen. Also hier haben wir einmal unten noch den Betriebsstundenzähler, einmal den Tankinhalt in Liter und hier oben wäre dann halt die Drehzahl. Ja, viel mehr gibt es ja eigentlich noch. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar haben wir eine automatische Tankbefüllung. Ja, da ist hier eine Kurzbedienungsanleitung. Im Prinzip, wenn ich jetzt hingehe, das kann man hier einmal sehen, wenn wir einmal rumkommen, habe ich hier einen Kraftstofftank. Den stelle ich einfach neben die Pumpe. Hier vorne habe ich einen Bajonettverschluss, da kommt dieser Schlauch dran. Und jetzt, wenn ich hingehe und den grünen Knopf hier drücke, geht in der Pumpe oder die Tragkraftspritze in der Pumpe, pumpt den Kraftstofftank voll. Und wenn der Tank voll ist, geht die halt automatisch aus. Wenn der Kanister leer ist, geht der automatisch aus. Oder wenn ich jetzt hier auf den roten Knopf drücke, geht die Pumpe auch aus. Ja, und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen.